am Anfang stand Virgils grandiose Idee, einen Film darüber zu machen, was geschieht, wenn in eine Familie die Toten zurückkommen. Ich habe dir immer gesagt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Aber du bist jetzt aus deinem Grab auferstanden. Noch lange kein Grund, meine Meinung zu ändern. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, die er glaubt zu kennen, nämlich die Familie, die hinter dir steht, man könnte sagen, in einer langen Reihe aufgereiht. Du hast viele Geschichten über diese Familie gehört, aber die meisten Mitglieder deiner Familie sind tot. Sie schweben über dir, sie sind ein Teil deines Lebens geworden. Und diese Idee, diese Frage, was geschieht, wenn plötzlich diese Menschen, die ein Teil von dir selbst sind, mit dir am Tisch sitzen, in deinem Schlafzimmer sind, in deinem Salon sind und beginnen mit dir zu sprechen und sich auszutauschen und alle ihre Ideen und Gedanken und Werte mitzunehmen und mitzubringen. Diese Idee hat uns von Anfang an fasziniert. Was ist hier passiert? Die Wände. Die Möbel. Alles in diesem Zimmer sieht ganz anders aus. Was an dem Film faszinierend ist für mich, ist dieses Zusammenwirken einerseits von Ästhetik. Also ich glaube, es ist hier dem Virgil ist es gelungen mit seinem Team, mit dem Christian Berger, mit der Christina Schaffer, mit der Alette Krahn, die für das Kostüm verantwortlich war, eine visuelle Welt zu schaffen, die wirklich beeindruckend ist und die ganz speziell ist, die teilweise Ideen, sagen wir mal, des Avantgarde-Films aufnimmt und auf der anderen Seite von einer großen Subtilität und auch von einer Suche nach einem perfekten Bild eigentlich geprägt ist. Und in diesem Setting, in diesem ganz besonderen ästhetischen Setting, kommt jetzt eine Truppe von Schauspielerinnen und Schauspielern zur Geltung, die zu einer Familie zusammengewachsen sind, zu einer Familie mit allen Vor- und Nachteilen, also so wie wir sie kennen, mit den Good Guys und den Bad Guys, mit denen, die einem sympathisch sind und denen, die einem gar nicht sympathisch sind. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Ensembleleistung eigentlich. Allen voran stehen Lawrence Rupp und Amira Kassar, unsere Stars in dem Film. Ich musste mich erholen von den tragischen Ereignissen. Die sind eingebettet in ein Schauspielerinnen- und Schauspielerensemble, das wirklich Großartiges vollbracht hat. Und ich finde, was Virgil da gelungen ist, ist, diese Einheit zu schaffen aus der Ästhetik der Form und der Geschichte und den Schauspielern, die das verkörpern und zum Publikum rüberbringen.